Hallo zusammen, hier ist 80 und wir schauen heute nochmal in The First Descendant rein. Frisch erschienen am 2.7. ein Free-to-Play-Loot-Shooter. Ich habe hier schon eine Folge aufgenommen auf diesem Kanal. Dies hier ist die zweite Folge. Ich habe die letzte Folge beendet, da war ich in der Außenwelt irgendwo unterwegs und als ich mich jetzt für diese Folge neu einloggte, war ich hier wieder in dieser Stadt. Ich glaube, sie heißt Albion. Ich wurde also automatisch zurückgeschmissen dahin. Ist jetzt nicht unbedingt ein wichtiges Detail, aber ich fand es jetzt irgendwie doch erwähnenswert. Bevor wir die Geschichte weiter verfolgen, dachte ich mir, schauen wir uns in den Shop mal genauer an, weil ich ja letztes Mal schon in der Folge darüber so ein bisschen philosophiert hatte, wie der Shop wohl aussieht. Deswegen würde ich den gerne mit euch gemeinsam mir mal anschauen. Abgesehen davon finde ich noch erwähnenswert, dass die Bewertungen auf Steam zurzeit bei 42% liegen. Also wirklich eher, also nicht schlecht in dem Sinne. Steam sagt immer noch, sie werden gemischt, also mixed. Aber gut ist es halt nicht unbedingt. Die Gründe dafür gibt es verschiedene, unter anderem eben wohl der Shop. Dann haben einige Leute technische Probleme, wie das halt bei einem Neustart eines Spiels auch irgendwie zu erwarten ist. Interessant finde ich, dass ich gelesen habe im Internet, dass die Rezensionen auf Steam in asiatischen Sprachen noch schlechter sind als die in europäischen Sprachen. Das ist ein interessantes Detail. So, ich gucke oder wir gucken gemeinsam in den Shop. Wenn euch das nicht interessiert, ich werde Timestamps machen in dem Video, dass ihr den Shop-Teil, das war falsch, den Shop-Teil überspringen könnt, wenn ihr möchtet. Aber ich finde, glaube, bei so einem Free-to-Play-Spiel von Nexon macht es Sinn, sich das mal alles anzuschauen. Wir fangen an. Es gibt ja einen Battle Pass, aber ich würde gerne, statt den Battle Pass jetzt so genau anzuschauen, würde ich gerne den Shop eben genau anschauen. Und das geht hier los. Ich hatte gerade schon mal ganz, ganz, ganz kurz einen Blick reingeworfen. Man kann hier eben diese Pakete kaufen, beziehungsweise wir gucken mal hier oben. Wir gucken erstmal hier oben rechts. Es gibt drei verschiedene Währungen anscheinend. Einmal Gold. Das ist die in Ingris verwendete Währung. Ich nehme an, das ist einfach nur das Ingame-Geld, was man Ingame verdienen und auch Ingame ausgeben kann. Es gibt diese Creeper-Splitter. Hier steht, dass man die für Modulverbesserungen verwenden kann. Und dann gibt es eben auch diese Kaliber. Und diese Kaliber sind im Grunde genommen diese Währung anscheinend, die Shop-Währung. Denn hier sieht man schon, es gibt hier verschiedene Shop-Kategorien. Es gibt das, was zurzeit am beliebtesten ist. Naja, gut, ob das so stimmt, weiß ich auch nicht. Wir gucken vielleicht als erstes mal hier unten, sehe ich gerade, kann man anscheinend diese Kaliber-Dinger kaufen. Und da gucken wir doch mal, was das so kostet, der ganze Spaß. Ich glaube 10 Euro hier, 9,99 €. Warum die es nicht schaffen, da ein Leerzeichen zwischen Euro und der Währung einzufügen, weiß ich nicht. Ist so ein guter Mittelwert irgendwie, womit man gut rechnen kann. Also für 10 Euro würde man 520 Kaliber bekommen. Okay, oder für 100 Euro 5.750, also das Übliche, dass man etwas mehr bekommt, also als Bonus obendrauf, wie so eine Art Mengenrabatt, wenn man das eben möchte. Ich habe übrigens gelesen und auch der Nexon Games hat hier in-game schon die Nachricht losgeschickt, dass es wohl zurzeit zu Lieferschwierigkeiten kommt. Ja, also die kommen mit dem Pressen frischer Kaliber-Coins anscheinend nicht nach. Wenn man jetzt also das kaufen würde, was ich nicht vorhabe, dann würde man diese Kaliber im Augenblick wohl noch gar nicht bekommen, weil sie da irgendwelche technischen Probleme haben. Naja, gut, also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, aber was soll's. So. Wir gucken mal hier, Wachstum. Man kann sich einen Goldboost kaufen. Kostet das kleinste Paket immerhin schon 90 Kaliber. Also umgerechnet im Nachdenken 2 Euro wären das, oder? Nochmal eben reingucken. Ich habe schon wieder vergessen. 500 Kaliber kosten 10 Euro. Ich sage erstmal 500. Es sind 520, aber 500 kosten 10. 100 Kaliber, also im Grunde genommen 2 Euro, so rund, roundabout. Ja, also was zahlte 2 Euro, um einen Goldboost für 30% zu bekommen. 30% mehr Gold. Was Gold wert ist und was man mit Gold genau machen kann, wissen wir im Augenblick noch nicht. Dieser Boost hält 3 Tage an. Okay, so, dann gibt es hier auch Creeper-Splitter. Spreche ich das richtig aus? Vielleicht heißt es auch Creeper. Ich bin mir echt nicht sicher. Kann man auch irgendwie finden. Und da gibt es einen Boost und XP-Boost. Das kennen wir alles schon. Waffenleistungsstufe.
Das hatten wir schon mal in der letzten Folge gesehen. Es gibt da irgendwie Leistungsstufen bei den Waffen. Was es genau bedeutet, weiß ich noch nicht, aber das kann man irgendwie auch boosten. So, Unterstützungsmaterialien. Hier gibt es die, ja, eigentlich aus anderen Shops bekannten Pakete, die man kaufen kann. Ich nehme das an, da sind einfach irgendwie ja, Boni zusammengestellt, die man dann hier vielleicht ein bisschen günstiger dann in der Summe bekommt. Wie die Menüs bei McDonald's oder so. So, dann gibt es kosmetische Gegenstände. Und hier wird es dann jetzt schon ein bisschen skurril. Denn ich sehe hier zum Beispiel eine knuddelige weiße Kaninchenpuppe, die man sich wohl irgendwie auf den Rücken setzen kann. Das haben wir auch gerade schon gesehen. Hier laufen Spieler rum. Vielleicht haben wir gerade so einen. Der oder die teilweise haben wir jetzt gerade nicht, aber ich habe schon irgendwelche Teddybären gesehen, die hinten auf dem Rücken drauf saßen und sich auch noch bewegten. Dazu würde ich gleich gerne noch mehr sagen. Ja, wir gucken erstmal weiter in den Shop. Gut, das sind halt irgendwelche wahrscheinlich Sachen, die man einfach so extra irgendwie haben kann und wo Dinge dann, Sprühbilder sehe ich hier, alles klar. Make-up. Ja gut, ist halt Make-up. Braucht man sich nicht drüber zu unterhalten. Kann man irgendwie auch kaufen. Ist ja bis jetzt alles irgendwelche Boosts, irgendwelche optischen Sachen. Kann ich erst mal mit leben. Irgendwelche Skins, also sprich irgendwie Farbsettings für die Rüstungen, die die alle irgendwie tragen, ist okay. Premium-Skins. Okay. Noch geiler aussehende Rüstungen, anders kann ich das im Augenblick nicht wirklich ausdrücken. Ja, okay. Aber auch, so wie ich das sehe, rein optisch. Ja. Event-Skin. Event. Ja, das sind aber auch wieder nur irgendwie Skins, ne? Irgendwie. Oh. Hier kann man als Panda rumlaufen. Ein Panda-Paket mit einem Panda-Bärchen hinten drauf und anscheinend einen Panda-Hut. Oh, ein Dinosaurier-Set. Das gucken wir uns an. Ach so, kann man auch rumlaufen. So, dazu muss ich jetzt was sagen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe wirklich nicht. Da setzen sich Leute hin und programmieren so ein Spiel oder entwickeln so ein Spiel. So. Und zu dieser Spieleentwicklung gehört ja vieles dazu. Da gehört eben, da gehören Grafiker dazu, da gehören Programmierer dazu, alles Mögliche. Unter anderem eben auch Menschen, die sich eine nachvollziehbare Welt ausdenken und eine Geschichte dazu ausdenken. Also die diese Welt hier entwickelt haben, das ist ja ein neues Produkt, das gab es vorher, soweit ich weiß, noch nicht. Also First Descendant, also diese ganze Welt gab es vorher nicht. Es ist kein Nachfolger von irgendwas. Hat sich also jemand hingesetzt und sich Gedanken gemacht, was könnte hier passiert sein? Wer sind die Bösewichte? Warum wollen die hier auf die Erde zugreifen? Wer sind die Kolosse? Wer sind diese Vulgurs oder wie sie heißen und so weiter? Das ist alles relativ ernst, ne? Es geht um nichts Geringeres als um das Überleben der Menschheit. Und dann gibt es jemand anders in der gleichen Firma, der denkt sich, ey, wäre doch geil, wenn wir mit dem Dinosaurierkostüm rumlaufen könnten. Ne? Total albern, macht richtig Spaß. So. Und dann gibt es irgendeinen Chef, der sagt, ja, das halte ich auch für eine gute Idee. Ich frage mich immer, was denkt der Typ, der vielleicht ein Jahr lang an diesem Setting und an dieser Story gearbeitet hat, die todernst ist. Und dann kommt jemand mit so einer Scheiße, Entschuldigung, dass ich das so sage, dass ich vulgär werde, mit so einer Scheiße um die Ecke. Ich kann nicht verstehen, dass sie sehr viel Geld darauf verwenden, eine atmosphärisch dichte Welt zu entwickeln. Und dann noch mehr Geld darauf verwenden, die Atmosphäre kaputt zu machen. Verstehe ich nicht. Hätte man nicht einfach nur in das Setting passende Skins produzieren können? Und nicht sowas hier? Das würde, weiß ich nicht, vielleicht würde ich, wenn ich so eine Firma hätte, auch sofort pleite gehen. Alter, was? Jetzt sehe ich das erst. Oh, alles klar. Alles klar. Ach du Scheiße. Ja, das, was ich gerade eben alles gesagt habe, das trifft natürlich hier drauf auch zu, aber ich bereue gerade meine Worte aus der ersten Folge. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich habe in der ersten Folge gesagt, es scheint mir so, dass in diesem Spiel, obwohl es diesen asiatischen Touch hat und in diesen asiatischen Spielen die Frauen oft übersexualisiert dargestellt werden, dass das in diesem Spiel nicht so zu sein scheint. Ich hätte es natürlich auch irgendwie besser wissen müssen, aber ich spiele nicht oft so asiatisch geprägte Spiele, wenn ich es mal so nennen darf.
Das hier ein Dienstmädchenpaket, alles klar, mal eben sexuelle Fantasien eines jeden Nerds mal eben bedient, alles klar, kann man sich auch alles für Geld kaufen. Alter Schwede, naja. Wer es braucht, wer es braucht, wer es braucht. Ah ja, obersexualisierte Charaktere, alles klar, nicht keine weiteren Fragen. So, Ultimate-Nachfahren. Wir reden die ganze Zeit über diese Klassen, die heißen Nachfahren. Und jetzt sehe ich hier, man kann die Nachfahren anscheinend kaufen. Ich hatte ja in meiner Naivität angedacht, man würde die freispielen. Vielleicht ist das auch so, keine Ahnung. Ne? Vielleicht ist das gar nicht so viel Grind oder vielleicht ist auch unendlich viel Grind. Ich weiß es nicht. Man kann die hier freikaufen für bis zu 600. Ne, die hier unten, die kosten 900 von diesen Kalibern. Wir erinnern uns, 500 ungefähr kosten 10 Euro. Das würde hier schon mal nicht reichen. Es gibt anscheinend drei Stufen: 300er, 600er und 900er. Also, naja, sagen wir mal so, 6, 7 Euro bist du auf jeden Fall los für so einen. Da bin ich mal gespannt, ob man die auch so wird freischalten können. Also in einem Aufwand, der sich irgendwie noch darstellen lässt. Aber jetzt wird es ein bisschen merkwürdig. Es gibt nämlich auch Ultimate-Nachfahren anscheinend. Premium, sofort ein Ultimate-Paket erhält man nach dem Kauf. Ich kann jetzt nur annehmen, dass diese Ultimate-Typen irgendwie bessere Versionen der normalen Typen sind. Ich weiß es nicht, aber es scheint mir so zu sein. Oder vielleicht einfach die halbnacktere Version eines normalen Typen. Denn so sah diese, das steht hier Premium Ultimate Bunny Paket und die Bunny kam ja schon im Spiel drin vor, da sah die nicht so aus. Das ist schon Blödsinn. Egal. Preise haben sich gesalzen. Ne? 5.000 wären dann ja ungefähr, ne? Wenn 500 von denen 10 Euro sind, wären 5.000 in etwa 100 Euro. Für einen so ein Knilch im Ultimate-Paket. Naja, wenn man es mag, bitte. So, was ich jetzt überhaupt nicht so richtig. Hier gibt es anscheinend auch irgendwie so Pakete, die man wieder kaufen kann. Nachfahren, Auswahlpaket A. Mit diesem Produkt kannst du. Wir klicken mal einfach drauf. Ich glaube, das ist einfacher. So, Nachfahren-Auswahlpaket A, nur mal so als Beispiel. Kann einmal pro Konto gekauft werden. Dieses Produkt enthält einen Nachfahren. Lepic, Viessa, Ajax, Bunny, Freina, Sharon, Blair, der durch Farmen in den frühen Phasen des Spiels erhältlich ist. Also unabhängig von dem Ding hier, oder wie? Vermutlich. Dieses Produkt enthält Boosts und einen Platzgegenstand, die sofort nach dem Kauf angewertet werden. Also man bekommt hier irgendein Ticket, was man gegen einen Nachfahren, so verstehe ich es jedenfalls, eintauschen kann. Man bekommt einen XP, einen Waffenboost und einen, das ist ein Charakterslot, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Charakterslots man hat. Und ob man die für jeden Nachfahren einen Charakterslot braucht? Wahrscheinlich schon, ja. Nachfahrenplätze. Aha. Aber was mich jetzt gerade ein bisschen positiv stimmt, ist, dass man das irgendwie anscheinend ohnehin durch Farmen in den frühen Phasen des Spiels, also zumindest diese Auswahl von denen hier, sich ja erfarmen kann, was ich ja erstmal gut finde. Also es sieht so aus, als gäbe es jede Menge Boosts. Das kennt man jetzt auch aus anderen Spielen, dass man da ein bisschen XP-Boost und so bekommt. Das finde ich jetzt auch gar nicht so tragisch. Was der Waffenboost ist, kann ich im Augenblick nicht so richtig abschätzen. Ansonsten optischen Kram, wer es mag, okay, ne, ist aber ja freiwillig. Mich interessiert sowas nie, von daher ist das für mich jetzt auch gar nicht so schlimm. Diese aus dem Spiel gefallenen Skins finde ich jetzt schon irgendwie ein bisschen blöd. Ja, dieses Dinosaurier-Kostüm und wer weiß, was da noch so alles kommt. Ich hoffe, man kann vielleicht den Kram auch irgendwie ausschalten. Schauen wir uns den Battle Pass an. Ich hab mit solchen Dingen, muss ich gestehen, keine Erfahrung. Battle Pass ist, glaube ich, für mich das, was früher in Online-Rollenspielen Abonnement war. Wenn du den abschließt, dann bekommst du diverse Boni. Hier ist das anscheinend auch so. Anscheinend bekommt man hier so eine Knarre oder vielleicht einen Skin für eine Knarre, irgendwelche anderen Skins oder was, einen besonderen Grappling-Hook von der Optik her, als ob das jemand interessieren würde, wie der aussieht. Und irgendwelche Boosts. Und das kannst du dann anscheinend hier sagen, ich kaufe das jetzt für 500 von diesen Kalibern und dann kannst du da irgendwie spielen und nach Sachen freischalten, die du sonst nicht oder langsamer freischaltest. Premium Upgrade. Naja.
Okay, also es sieht jetzt auf den ersten Blick, wie gesagt, vieles von davon kann ich noch nicht wirklich durchblicken. Es sieht aber auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt so aus, als würde man da so Pay-to-Win-mäßig unterwegs sein. Wobei bei einem PvE-Spiel, wen interessiert es, wenn es Pay-to-Win ist? Also jetzt mal ganz ehrlich. So, wir machen jetzt bei der Story weiter. Wir waren irgendwie hier noch in diesem Bereich hier. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir hatten hier diese erste Karte, Zerstörung heißt die hier, abgeschlossen. Jetzt kamen wir in diese zweite Karte, gefallenes Theater, da waren wir noch nicht so. Und hier können wir jetzt Schnellreise hinmachen und sollen da die Story weitermachen. Verdacht. Bin gespannt. Die ersten Kämpfe, die wir so hatten, waren okay, aber jetzt auch nichts, was irgendwie übermäßig interessant wäre. So viel übrigens zu nicht übersexualisierten Charakteren. Natürlich ist die voll bekleidet, hat aber obenrum nur ein Bikini an. Ach Leute, ey, das ist doch immer so. Also, weiß ich nicht. Unterstützungsdroide, Vorräte aufstocken. Ja, gerne. Irgendwas habe ich, glaube ich, bekommen. Munition oder was? Werkbank. Oh, das gucken wir uns auch mal an. Eine Werkbank, die in Albion und an jedem Außenposten aufgestellt wurde, um die Arbeit des Nachfahrenkorps zu erleichtern. Ich glaube, das sind wir. Sie verfügt über integrierte Funktionen, mit denen Nachfahren ihre Waffen warten und verbessern können. Oder auch nicht, das ist alles irgendwie, man muss da erst irgendwie Ränge erreichen, die wir noch nicht haben. Ja, dann hat sich das auch schon erledigt. Nicht weiter tragisch, dafür sind wir hier, um besser zu werden. Was haben wir hier noch? Irgendwie ist auch so ein, so ein Roboter, irgendwie so ein viereckiger. Achso, das ist die Lagerkiste, alles klar. Hier ist Buddy mit ihrem neuen Anzug. Aber auch da ist sie glücklicherweise nicht halbnackt. So, dann reden wir mit ihr. Bunny, eine Nachfahrin, die als Unruhestifterin von Albion berüchtigt ist. Aufgrund ihrer einzigartigen Arkea-Fähigkeit, mittels Körperbewegung Elektrizität zu erzeugen, wird sie auch als wandelnder Stromgenerator betrachtet. Gerüchten zufolge soll sie die schnellste Läuferin in ganz Albion sein. Okay. Seems like Alpha doesn't trust the guide at all. The RK from the guide felt familiar. That makes me think she's on our side. Oh, what if Alpha can't link to the guide because of RK? He doesn't use his RK abilities much these days. Who knows? Let's focus on the operation for now. I'll go scout every nook and cranny in Kingston. And I'll look for that annoying enemy commander as well. I'll leave the Vulgus siege to you. They're starting to spread out like they own the place. All right, catch you later. Don't push yourself too hard. Okay, sie bedauert irgendwie, dass unser Boss, der Alpha, irgendwie mit der Lotsin nicht viel anfangen kann. Das ist ja diese Traumgestalt, die wir da gefunden haben, von der irgendwie der Verdacht, über die der Verdacht besteht, dass es eigentlich eine KI ist. Und sie machte irgendwie oder hatte den Verdacht geäußert, dass es daran liegt, dass unser Alpha-Kommandant, der auch ein Nachfahrer ist, seine Kräfte, ich glaube, das ist dieses Arkea, sind die Kräfte, die haben, dass sie nicht nutzen. So, ich höre hier die ganze Zeit Geballer. Und hier sind tatsächlich auch andere Spieler unterwegs gerade, ne? Ich weiß aber noch nicht, ob das Sinn macht, jetzt sich außerhalb der Mission irgendwie lohnt, hier rumzulaufen. Deswegen machen wir vielleicht die Mission. Aber ich sehe gerade, das vielleicht nochmal eben ganz kurz. Auf der linken Seite habe ich jetzt diese beiden oder diese Quests. Da soll ich irgendwie, das sind diese Lilanen, zwei Stück. Einmal säubere Gebäude quasi und einmal Feldgeneratoren zerstören. Und dann steht aber als nächste Quest, erhalte Grundmaterialien für den Bunny-Anzug. So, da soll ich verbesserte Zellen, Stabilisator und Spiralkatalysator, alles in der Bunny-Version bekommen. Da steht leider nicht, wie ich das mache. Aber das lässt mich hoffen, dass man jetzt relativ zügig doch auch an weitere Nachfahren kommt. Oder Anzüge oder was auch immer letztendlich für die Kräfte sorgt. So, wir machen aber, solange wir nichts Blaues sehen, also Blau ist ja die Markierung für diesen Bunny-Anzug-Geschichte, machen wir die lilanen Sachen. Wir gehen mal hier hin. So, geschätzte Spielzeit bis zu 5 Minuten. Energiezufuhr unterbrechen. Die Vulgus-Feldgeneratoren machen. Das ist die zweite auf der linken Seite, die zweite Quest. So, Monsterstufe 5. Kann man hier nicht irgendwie sagen, mit anderen Mitspielern irgendwie, mit random Spielern spielen? Nee. Okay.
So, da sind wieder diese unsichtbaren Raumschiffe. Do not shoot at or blow up that power plant unless you want it to explode. You need to detonate the circuits using a high voltage fuse. The construction core captain will show you how to handle this. So listen carefully. So, dann ballern wir die mal weg hier, würde ich sagen. Oh, da geht meine schöne Geschichte dahin. Oh, und hier sind Gegner. Oh, da sind noch welche. Das hat irgendwie keinen Bums, ne? Also dieser Sprung da rein, wo dann auch so eine kleine Druckwelle irgendwie entsteht, das hat irgendwie keinen Bums. So, ich soll irgendwie Gegner töten, die was dabei haben. Das soll ich denen abnehmen. Kann man eigentlich... Jo. Man kann, während man nachlädt, kann man auch ausweichen. Das ist eine schöne Sache. Ja, doch nicht. Manchmal geht es irgendwie nicht. So, ich glaube, der kriegt gerade Feuerschaden, der Kollege. Der kriegt immer so einen Schaden, weil ich ja letztes Mal so ein Feuermodul, glaube ich, eingebaut habe in diese Knarre in der letzten Folge. Das ist ja schon eine schöne Sache. Ja. Mach ich doch gerne. Das ist irgendwie so ein... Ich möchte gar nicht zu viel meckern. Moment, hier ist irgendwas. Aufheben. Achso, das ist das Fuse, was ich einsammeln sollte. Also die Zündvorrichtung, würde ich mal so sagen, ist das, ne? Da laufen wir einfach hier so rüber. Oh, jetzt habe ich es fallen gelassen, glaube ich. Jo. Weil ich schießen wollte. Okay. Das ist ein anderer Spieler. Okay. Hä, bin ich doch jetzt in der offenen Welt noch gerade, oder wie? Kann der das auch aufheben? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht. Da ist, ach so, da steht auch jetzt rechts Nachfahre Stufe 4. Also offensichtlich, man kann ja auswählen, ob man öffentlich spielen will oder nicht grundsätzlich auf der Karte, wenn man die zum ersten Mal betritt. Und anscheinend habe ich öffentlich ausgewählt. Ja, habe ich auch. Also ich habe es auch nicht geändert. Es war von vornherein so eingestellt. Und ich nehme an, der ist jetzt einfach meiner Mission gejoint irgendwie. Weil er auch zufälligerweise oder sie gerade hier war in der Gegend. Okay, na dann. Dann will ich immer nützlich machen mit meinen Kraftfeldern hier, ne? Naja. Also da muss ich aber leider jetzt schon sagen, vielleicht ist es auch jetzt ein bisschen unfair, weil es noch so früh im Spiel ist, aber die Gegner zeigen überhaupt keinerlei Finesse. Ich vergleiche das für mich jetzt natürlich sehr stark mit The Division 1 und 2, weil ich die beide auch ja doch relativ viel gespielt habe. Aber Destiny... habe ich nicht gespielt. Von daher kann ich es damit nicht vergleichen. Aber mir kommt es zumindest so vor, dass es in Division irgendwie die Gegner so ein bisschen, ich will nicht sagen, intelligenter waren. Aber es fühlte sich insgesamt herausfordernder an. Aua. Rauswurf Stufe 1 verfügbar. Ah ja, okay. So, schalte das, die Gegner aus. Machen wir das doch. Auch die Waffe, ich meine, das Gunplay an sich ist nicht schlecht, es ist sehr genau, aber es fehlt so ein bisschen der Bums. Aber vielleicht kommt das noch, ne? Das sind ja jetzt Anfangswaffen, vielleicht haben sie später noch mehr Bums. Allerdings, das ist ein valides Argument zu sagen, Anfangswaffen sind vielleicht nicht so stark. Andererseits muss ich mir sagen, das hat auch was mit Spaß zu tun. Ich will die Spieler am Spiel halten und das mache ich eigentlich am besten dann, wenn das Spiel von vornherein sich geil anfühlt. Und wenn ich dann versuche, die Spieler irgendwie zu vertrösten. Weiß ich nicht, ist das, ob das so eine gute Taktik ist, weiß ich nicht. So.
Jetzt müssen wir einen Elite-Sturmkrieger kaputt kloppen. Machen wir das doch. Was immer das sein soll letztendlich. Aber der kommt schon. Das ist also ein Boss jetzt, ne? Ah ja, da passiert irgendwas. Ah, da ist er, Elite-Sturmkrieger. Ich hätte jetzt gedacht, der hat so einen Tank auf dem Rücken. Das ist seine Schwachstelle oder sowas. Aber ist nicht so. Ach, guck mal, der Rest verschwindet einfach, wenn man den Boss erledigt. Ja gut. Okay. Hat sich jetzt irgendwie auch nicht anders angefühlt als die anderen Missionen, die wir so gemacht haben. Keine Ahnung. Vielleicht urteile ich jetzt auch zu harsch. Ich weiß nicht. Aber wenn ich es eben mit The Division vergleiche, gut, ist vielleicht auch unfair, denn das Setting liegt mir schon mehr, weil es irgendwie realistischer anmutet. Oh, ich habe die Bunny verbesserten Zellen anscheinend gefunden, ohne es gemerkt zu haben zwischendurch. Moment, jetzt haben wir hier so ein blaues Ding. Achso, das haben wir schon gemacht. Wir können es mal wiederholen. Wir gehen jetzt hier rüber und machen diese Mission. Also es fühlte sich ohnehin schon nicht so wirklich schwer an, alleine schon nicht. Zu mehreren natürlich dann noch weniger. 2 Minuten oder weniger. So eine Mission dürfte auch ruhig länger dauern als 2 Minuten, nur mal so nebenbei. So. Und da müssen wir rein, oder? Besiege alle Ziele. Hm. Ah, der ist ein Spieler. Den wohl nicht besiegen. Der war gut gelaunt. Habt ihr den Lachen gehört? Das sind alles so Saisonstufenaufstieg, okay. So Bullet Sponges, sagt man, glaube ich, ne, dazu. Also es sind alles einfach nur Gegner, die irgendwie den Kram aufsaugen, die Bullets. So, Anhänger-Schildträger soll er töten. Achso, der ist wahrscheinlich draußen jetzt. Jo, der kommt jetzt. So. So. Da ist er schon fast kaputt. Zack. Okay. Oh, oh. Ach, die verschwinden dann immer auch, wenn die Mission abgeschlossen ist. Alles klar. So, jetzt bloß alles aufsammeln. In der Annahme, dass... Achso, die reden gerade. If our results at the Ancestors' facility are positive, Alpha will change his mind. Which is why I leave it in your capable hands, Descendant. Mhm. So, keine Ahnung. Hab jetzt nicht so wirklich zugehört, muss ich gestehen. Aber wir sollen weitermachen. Wir sollen die Anlage der Vorfahren durchsuchen, wo früher ein Meisterlabor war, was immer das bedeutet. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil ich Kram eingesammelt habe und da rechts immer so ein Wort kommt, bla 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 Scherben. Die habe ich bisher aber noch nie gesehen. Vielleicht ist das so ein Crafting-Ding irgendwie. Und oh, was ist das denn da? Oh, oh, oh. Achso, das ist der Boss von eben, ne? Irgendwie quasi. Kann man da eigentlich auch sich an den irgendwie dran... Ja, kann man. Macht aber keinen Sinn. Tja. Es sind halt Bullet Sponges. Und es gibt auch irgendwie jetzt nicht so wirklich so irgendwie so einen Ort, an den ich schießen könnte, um das Ganze irgendwie in irgendeiner... geschickten Weise zu beschleunigen. Irgendwie, also den Kampf. Das kam mir jetzt spontan, muss ich sagen, bei The Division 2 auch intelligenter vor. Da hatten die dann oft irgendwelche Tanks auf dem Rücken oder sowas, die man wegmachen konnte oder so. Ich
Okay, so, das war jetzt irgendwie, bin ich anscheinend nochmal so in diese erste Mission reingeraten. Ein sehr offenes Missionsdesign anscheinend. Das, man wird nicht irgendwie in eine Instanz verlagert oder sonst was. Das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So, Lepton kriegen wir mal. Da steht rechts Lepton, keine Ahnung. So, also ich habe noch nicht weitere Grundmaterialien. Ich hätte gedacht, vielleicht pro Mission hier kriegt man eine Grundmaterialie für den Bunny-Anzug, war aber jetzt erstmal nicht so. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, erstmal gehen wir hier weiter. Kann man da irgendwas sehen, was irgendwie... Ja, da, ich glaube, dieses Teil in der zweiten Reihe ganz rechts, das ist so ein Bunny-Teil. Das hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Die kann man irgendwie auch craften, diese, die anderen Nachfahren. Und ich glaube, das ist so ein Teil davon. Also es könnte sein, dass jetzt für diese Mission das Meisterlabor... Das kann man jetzt auch hier anklicken. Moment, da. Ja, Stabilisator Bunny. Das kriegt man alles oder eine Auswahl dessen? Na, wir werden sehen. Hier gibt es dann auch eine Knarre irgendwie. Ein Werfer. Kanone. So, ich kann einen privaten Einsatz starten und ich kann öffentlich. Machen wir öffentlichen ruhig. Kann man auch die Schwierigkeit irgendwie justieren? Ich finde das alles bis jetzt relativ einfach. Ich meine, gut, das ist der Anfang des Spiels, aber andererseits, wenn es schwerer wäre, werden es wahrscheinlich auch einfach nur mehr aushalten, die Gegner, was diese Bullet Sponginess, ich, mir fällt kein deutscher Begriff ein dafür, noch mehr, oh, alles klar. Das sind alles die gleichen. Restricted Area. Ja? Ja. Ja, noch mehr verstärken würde. Aber ich glaube, die halten jetzt schon mehr aus, ja. Also der Sprung, das, da habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt, wie weit der Sprung geht und wie ich ihn am besten einsetze. Ja gut, der Nachteil ist, merke ich gerade, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, dass man gar keine Zeit hat, hier irgendwie die Story zu verfolgen. Naja, gut. Nothing comes to mind. My only guess is that this place is somehow connected to the Ironheart. I'll know. Also irgendwie hat es mit dem Eisenherz zu tun. Also ich bin still, damit man das irgendwie verstehen kann, was sie erzählen. Aber ja. So, ich hätte gerne jetzt wirklich gerne meine Shotgun. Ich habe nach wie vor nur wenig Munition dafür. Ob man die wohl craften kann oder muss sogar? Keine Ahnung. Aber so will ich es natürlich nicht benutzen irgendwie, ne? Feuer, haben wir wieder ein Modul gefunden. Schön. Okay. Das bedauerlich. That can't be right. If it were possible to fully extract the data, then the Magisters would have already done it. Vorräte aufstocken, hört sich gut an. It would have been impossible for the Vulgus as well. However, if they have someone on their side who is very familiar with the Ironheart, then it will have been achievable. By applying algorithms from the Ironheart to military applications, electronic warfare capabilities can be greatly improved. I recommend we investigate the other terminals. Descendant, did you come here looking for me? Ich, also diese Art und Weise, die Story zu erzählen, während man kämpft, das ist, finde ich, total dämlich. Also, ja. Ich bin Greg. Okay. Ja. Ja, ich finde es blöd, wenn die Story erzählt wird, während man kämpft, wenn er nicht abgelenkt und kann dem auch nicht folgen. Also, naja. Aber ja, die halten definitiv, die Kollegen hier halten definitiv mehr aus, als wenn ich alleine unterwegs bin, würde ich mal sagen. Zack, das war die Shotgun übrigens, immer so nebenbei. So, was haben wir hier? Monaden. Scherbe. Monaden. Nicht Nomaden, sondern Monaden. Fühlt sich auf der Zunge falsch an. Aber gut, was soll's. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen gehetzt, jetzt den Kollegen hier hinterher zu rennen. Oh. Ups. Ja.
Wahrscheinlich haben wir einen Bossfight gestartet oder sowas. So. Bullet Sponges am Start hier. Ich habe mittlerweile ein paar mehr Munition, ein bisschen mehr Munition für die Shotgun. Dann können wir das ja mal machen hier. Bumm. Aber ja, wie bei allen anderen Spielen auch, die geringe Reichweite einer Shotgun ist halt ein absoluter Nachteil. Naja. Zack. Nicht der Einzige, der auf die Idee kommt. Ja, man läuft halt rum und ballert die weg, ne? Da ist jetzt irgendwie keine Finesse bei, wir haben keinen Zeitdruck, wir müssen nichts beschützen oder irgendwas eigentlich machen, während jemand anders vielleicht die Ziele wegballert. Ja, rotes Auge, Stufe 7. Muss ich was machen? This terminal also does not contain the ancestors data. Ne. Okay. However, descendant, I sense the transmission of the ancestors' data is happening close by. That is most likely where the enemy command center is located. As the enemy sealed off Kingston's network. Schon wieder das Gequatsche, während wir gegen Boss kämpfen sogar. Naja. This means we still have an opportunity to retrieve the ancestors' data. Na, wenn das so ist. Irgendwelche Daten fehlen uns noch. Das so vielleicht mitbekommen. Oh. Der Boss ist wahrscheinlich weg, deswegen sind alle verschwunden. Ich habe auch noch nicht so richtig geschnallt, was von dem ganzen bunten Zeug, was hier so rumliegt, wichtig ist und was nicht. Ich sammle erstmal alles ein. Lila, das sind die Munitionstypen. Verstehe ich das jetzt richtig? Mission abgebrochen. Abgeschlossen. Das ist gut. Ich kann jetzt meinen Meisterschaftsrang erhöhen. Und ich habe meinen Stabilisator für Bunny gefunden. Cool. So. F2, Ergebnisfenster anzeigen. Lass dich bitte nicht der Schlechteste gewesen sein. Achso, das kann man gar nicht sehen. So, ja genau, hier haben wir die Leistungsstufen der Waffen nämlich schon mal gesehen. Je mehr Leistungsstufe, keine Ahnung, wahrscheinlich mehr Schaden oder so, ich weiß es nicht. Maschinenpistole. Statistiken anzeigen, machen wir nochmal. Achso. Ich hätte gesehen, wir könnten alles sehen. Von allen Spielern, so. Nach Albion. Achso, jetzt muss ich... Oder jetzt kann ich nur zurück nach Albion reisen. Ich kann gar nicht mehr auf dieser Map weitermachen. Sondern ich muss zurück nach Albion reisen. Ha. Ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Aber das war... Die Situation continues to get worse. But that doesn't mean everything is lost. If we hit the enemy command post now, we can still retrieve the data for the guide. Now, did you just say... Retrieve the data for the guide. Ja, sieht gut aus. Ja, Alpha ist immer noch nicht irgendwie so angetan von dem Lotsen. Vielleicht sollte der auch einfach mal so ein bisschen in einem Dino-Kostüm rumchillen. Dann wäre das alles nicht so tragisch. So, da geht's weiter in der Richtung. Da reden wir wahrscheinlich mit Alpha. Da steht er, sprich mit Alpha im Hauptquartier. Aber wir können hier irgendwas machen, wo es so gelb blinkt. Das war, glaube ich, gerade die Geschichte mit dem Rang. Oh. Das sind große Hände. Okay. Und hier ist eine klitzekleine Kiste. Hände des Ursprungs. Aktiviert. Ja. Hände des Ursprungs. Ein Gerät, mit dem man die Archaea im Körper eines Nachfahren erwecken kann. Also unsere Zaubermagie. Es heißt, dass es sich dabei um ein Relikt handelt, das einst von den Architekten geschaffen wurde und welches die Meister repariert haben. Wer immer diese Leute sind. Architekt, ist das der Architekt der Matrix oder... So, Meisterschaftsrang Aufstieg. Meisterschaftsrang Aufstieg. Verdiene dir Meisterschafts-EP, um deinen Meisterschaftsrang zu erhöhen. Erhöhe Meisterschaftsränge. Höhere Meisterschaftsränge bieten mehr Boni. Blau. Wird nicht weiter erklärt. Nächster Meisterschaftsrang Bonus. Mit steigendem Meisterschaftsrang erhöhen sich die Modulkapazität und die Lagerkapazität deines Inventars. So hört sich beides gut an. Schau dir die Boni an, die ein höherer Meisterschaftsrang mit sich bringt. Mehr Nachfahrenmodul, mehr Waffenmodul,
mehr Ausrüstungsplatz und man kann hier jetzt nicht nach unten gehen, aber mehr Lagerplatz womöglich auch. Voraussetzungen für den Meisterschaftsrangaufstieg. Du benötigst Meisterschafts... Ich hätte heute Morgen nie gedacht, dass ich so oft das Wort Meisterschaft in den Mund nehmen würde. Und das zur Zeit der Europameisterschaft. Du benötigst Meisterschafts-EP, um deinen Meisterschaftsrang zu erhöhen. Du erhältst Meisterschafts-EP, wenn Nachfahren aufsteigen, die den Modulplätzen keine Sockeltypen zugewiesen haben. Aha, okay. Oder wenn du eine Mission zum ersten Mal abschließt. Wenn Nachfahren aufsteigen, die den Modulplätzen keine Sockeltypen zugewiesen haben. Das wird sich alles schon ergeben. Meisterschaftsrangaufstieg. Wenn du die Voraussetzungen für die Erhöhung deines Meisterschaftsrangs erfüllst, halte die Taste gedrückt, um den Rang zu erhöhen und den Genuss in den Boni zu kommen. So, Voraussetzungen waren einfach nur, die EP zu haben. Wir haben mehr, als wir brauchen. Wir machen das und jetzt sind wir... Wow. Jetzt wie so eine Fliegenklatsche. Zack! Wir machen ein ziemliches Tamtam um ein paar mehr Lagerplätze, muss man mal so sagen. Na gut. Okay, danke. So, da steht auch irgendwie neue Nebenquests. Hat so ein bisschen was von verschiedenen anderen Spielen. Starfield zum Beispiel, so die Architektur. Wenn man jetzt nur das hier so sieht, das könnte auch eine Szene aus Starfield sein, irgendwie gefühlt. Naja. So, wir latschen mal hier mitten über dieses wunderbare Denkmal. Was auch immer das ist. Jetzt gucken wir doch mal einmal, wir suchen doch jetzt mal, ach, was ist das denn hier? Moment, was ist das? Neben Nachfahren Ausbilder. Blinkt jetzt auch blau. So wie unser Bunny-Anzug-Geschichtchen. Ein Ausbilder, der Wissen darüber vermittelt, wie man ein besserer Nachfahre wird. Er ist für seine ungewöhnliche Sprechweise bekannt. Okay, Meisterschaftsrang Ausbildung abgeschlossen. Glückwunsch zur Verbesserung deines Meisters. Das war zu schnell. Du hast EP und Waffenkenntnisse verbessert. Okay. Ich werde nicht mehr über deine Zeit als Aus... Okay, wir lesen es einfach nicht, weil es soll anscheinend auch nicht gelesen werden. Was ist das denn für ein Unsinn? Der macht jedes Mal nur... Und das soll ich in der Zeit, soll ich drei Zeilen lesen? Ja, bla bla bla, überspringen. Was sie dabei gedacht haben. Ja, die Quest haben wir abgeschlossen. Kann ich jetzt noch mit dem reden irgendwie und dann... Jetzt kann man hier nichts mehr machen. Wird wohl nicht so wichtig gewesen sein. Wer würde einem Druiden, der noch nicht mal richtig sprechen kann, so eine wichtige Aufgabe geben? Niemand. Der steht hier nur, damit irgendwie der sich gut fühlt. So sieht es nämlich auch aus. So, ich will mal gerne zu diesem Waffensymbol hingehen, weil ich jetzt gerne wissen würde, kann man Waffen kaufen und wenn ja, was kosten die? Reden. Ja. Deslin, Leiter des Waffenlabors, der Nachfahre einer Schmiedefamilie mit einer langen und glanzvollen Geschichte. Derzeit leitet er das Waffenlabor und arbeitet mit den Meistern zusammen. Ausrüstung kaufen. So. Hier haben wir Reaktoren und Waffen. Eine übersichtliche Auswahl. Kann man das hier irgendwie erneuern? Nope, kann man nicht. Seltenheit. Normal, Seltenheit, selten, gibt's gar nicht. Ultimate nicht, alle. Okay, das kostet alles jeweils 1000 Gold. Ist es tatsächlich Gold, was man hier hat? Die haben wir aber alle schon. Wir können da vielleicht generell mal... ach, man kann das auch im Verkaufen, okay. Moment, was haben wir hier? Sieht auch irgendwie wichtig aus. Hier kann man was benutzen. Eine Werkbank, okay. Gucken wir uns an. Achso, das kennen wir schon, das können wir alle nicht, weil wir Meisterschaftsrang ja erst 2 haben und noch nicht 3. Okay, alles klar. Also ich gehe vielleicht recht in der Annahme, dass man die Waffen hauptsächlich craftet und weniger kauft, weil die Auswahl, die er hatte, schien mir jetzt nicht so besonders zu sein. Schauen wir mal in unser Inventar.
und gucken da mal in die Waffenliste. Da sehen wir nämlich jetzt, dass wir schon viel mehr haben. Wir haben zum Beispiel Cygnus, was immer das ist, Maschinengewehr. Wir haben Albinismus, eine Maschinenpistole, was jetzt ein bisschen sehr nervig ist. Was das für eine Waffe ist, muss man durch draufklicken rausfinden, ja? Maschinengewehr, Maschinenpistole, Sturmgewehr. Man muss sich außerdem anschauen, ob man mit Waffen auskennen, um die Unterschiede zu erkennen. So, wir haben hier unser rotes Auge. Das war unser taktisches Gewehr, das hatte mir nicht so gut gefallen. Wir haben den Albtraumhund, das ist unser Spähergewehr war es. Und wir haben einen brennenden Hund, das ist eine Pistole, so wie es aussieht. Revolver. Was kann man hier machen? Da haben wir da zwei verschiedene von. Einen besseren und einen schlechteren. Also ich drücke jetzt gerade A und D, um da hin und her zu switchen. Da steht einmal 5, einmal 6, einmal DPS, 800 und ein paar Zerquetschen und einmal 1000. Aha, okay. Haben wir hiervon auch mehr? Ja. Die ist ausgerüstet, 170. Wir hätten auch das gleiche Ding nochmal für 1089? Willst du mich? Was? Okay. So, wir haben die Shotgun, haben wir schon gemerkt, leider nicht so sehr gut. Was ist das hier? Das ist jetzt ein richtiges Scharfschützengewehr. Müssen wir auch mal ausprobieren. Ne? Also die findet man anscheinend mehrmals auf verschiedenen, ich nehme an, das sind diese Leistungsstufen. Und jetzt muss dann aber der Gewehr nicht automatisch hoch, was bedauerlich ist, sondern wir müssen das selber machen. So. Sortieren nach. DPS. Aber, naja gut. So, ich will jetzt aber nur diese Sachen mit den weißen, mit der weißen Munition hier sehen. 1100 DPS. Feuerrate. Die Reichweite steht da nicht. Wir nehmen jetzt mal, machen so. So, dann würde ich gerne das Spähergewehr, den Albtraumhund, natürlich gegen die 1000 achten. Wie trivial wäre denn gerade bitte die Mission gewesen? Die Waffen hatte ich ja vielleicht vorher schon, das weiß ich jetzt gar nicht. Naja, egal. So, und jetzt noch ein Scharfschützengewehr hätte ich gerne mal zum Austesten. So, und jetzt kann ich hier nicht die Module verändern, sondern muss erst hier irgendwie reingehen. Und kann jetzt sagen, Schusswaffen, Ang plus 12%, wahrscheinlich ist das der Schaden. Crit-Trefferrate plus 10%, okay. Und irgendwie 8% mehr Feuerschaden haben wir gerade auch schon mal gehabt. War jetzt nicht so super viel. Das ist auch schön, dass hier Schusswaffen Ang plus 12% steht. Aber hier steht nicht, was die Waffe hat. Ich mach mal. Da, jetzt sieht man, bei DPS geht's hoch. Um zwar um 12%, würde ich mal sagen. Ja, alles klar. Wo kann man das auch noch dazu packen jetzt hier? Das sind ja Anfangssachen hier, ne? Da wird ja nichts wirklich wertvoll sein oder so. Wir packen einfach alles rein, bumm, so. Jetzt gerade. Bessere Erkenntnis. Plus 10. Achso, habe ich zwei Stück von gehabt einfach, würde ich sagen. So, speichern wir. Zack. Dann gehen wir natürlich auch nochmal in das... Ach, jetzt haben wir ein Spähergewehr und ein Scharfschützengewehr. Das ist natürlich vielleicht irgendwie blöd, ne? Egal. Achso, wir haben statt dem Speergewehr können wir auch einen Revolver nehmen. Dann machen wir das. Nehmen wir den 1034er Revolver. Ich wollte aber eigentlich sowieso in die Module reingehen. So, auch hier machen wir ja, den gleichen Sums. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. So, und dann gucken wir hier auch mal rein. Feuerrate steigern beim Snipergewehr. Ja, vielleicht. Schwachpunktschaden plus 9% macht beim Snipergewehr garantiert Sinn. Gespeichert zurück. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das, was wir nicht... Oh, Moment, stopp, nein, halt, das machen wir noch nicht. Wir haben ja auch Reaktoren. Oh, was haben wir denn hier? Externe Komponenten, das können wir ja gar nicht. Was ist das? Da haben wir auch was. Fair Unterstützung Hilfsaggregat. Max LP 12. Modifikator der Kuiper Splitter Abwurfrate. Irgendwas. Ja, nehmen wir, klar. Keine Ahnung, was es bringt. Aber hier, in diesem Slot. Und hier ist was Rundes. Das haben wir auch. Ein Sensor. Max Schild 7. Ja, klar. Achso, das ist das Weiße wahrscheinlich. Schild. Dann haben wir so einen Kühlschrank.
Verteidigung 23, Max LP 10. Nehmen wir Verteidigung 23, hört sich irgendwie cool an. Wir nehmen außerdem Verteidigung 35, also in der Annahme, dass Fair Verteidigung heißt. Da ich auch nirgendwo wirklich jetzt gerade sehe, wie viel Verteidigung wir haben, weiß ich auch nicht, welcher Anteil 35 davon hat. Aber egal, es ist Kram, den haben wir, den können wir ausrüsten, warum nicht. So, jetzt haben wir noch einen Reaktor. Fertigkeitsstärke sind die Sachen, der Sprung und sowas zum Beispiel, schätze ich mal. Wie viel Schaden man damit macht, sieht man ja auch da unten. Sekundärangriff war doch, glaube ich, dieses Zuschlagen. Ne? So auch da, ach du Heiligsblech, da haben wir jetzt aber Auswahl. Steigerung der Dimension, Fertigkeitsstärke, Steigerung der Feuerfertigkeitsstärke. Attributlosen Fertigkeitsstärke, ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber hier, das ist ja, sortier mal nach Stufe 7. Das hat auf jeden Fall sehr viel grüne Werte, die sehr viel besser sind. Komm, ist jetzt egal. Wir probieren es. Wir machen einfach hier was Besseres rein und dann ist gut. Also wir müssen, also so schwer war es bisher auch nicht das Spiel, dass wir da jetzt irgendwie rumknapsen können. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich behaupte mal, da kann man nicht viel falsch machen. So, man kann aber hier noch für externe Komponenten noch Platz kaufen. Jetzt, das klicken wir mal an. Aha, dafür brauchst du nämlich Kaliber. Der Ausrüstungsplatz kann auf 1000 erweitert werden. Wenn ich jetzt plus 1 drücke, kostet mich das 25 Kaliber, die ich nicht habe. Ich hoffe mal stark. Kann ich dann einfach weiter immer mehr von diesen Komponenten bis zu 1000 von den Dingern reinpacken? Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Naja, wir werden sehen. Nachfahrenmodule gucken wir uns auch mal eben an. Wir haben immer noch hier so ein Fertigkeitsmodul und ein Sekundärmodul. Und hier haben wir auch ein orangenes. Das ist für den Sekundärmodul ein Schockschlag. Ändert den aufgeladenen Sekundärangriff. Wüsste recht, dass man den aufladen kann. Wir schmeißen es da rein. Bums. Erhöhte Verteidigung. Ja, sie. Nehmen wir. So, wir haben jetzt hier noch 9 Plätze frei. Erhöhte LP, Techniker, Fertigkeitsstärke. Hat mich nicht so Feuerwiderstand. Haben wir bis jetzt gar nicht gehabt. Erhöhte LP kann man immer gebrauchen. Also ist schon, haben wir schon. Ah ja, da. Okay, alles klar. Dann nehmen wir doch diese Hitzegeschichte. Das ist jetzt aber rot. Speichern, komm. Gespeichert. Ich bin mir auch mit allem nicht so sicher. Egal. So. Ich würde sagen, bevor wir noch weiter jetzt rum experimentieren, ist es schon wieder Zeit für ein bisschen Action. Ich meine, hier gibt es noch andere Sachen, die man sich angucken könnte, aber wie gesagt, ich glaube, Action ist jetzt erstmal beziehungsweise, was heißt Action? Story weiterbringen, wie auch immer. Das Gebot der Stunde. Alpha. Der Grizzled Anführer. Richtig klassisch. Ich habe die Quest schon nach einer richtigen nächsten Mission hier. Just how much do you plan to rely on that guide? You prefer to keep sending in the investigative corps? How much time have we wasted searching for the Iron Hearts without any leads? Alpha, this is the best opportunity we've had in a century. Nur ich kann die sehen, das ist die Lotsin übrigens, wer die erste Folge nicht gesehen hat. Über die reden die gerade. The descendants are Albion's only hope, and now it's like they have a parasite attached to their minds. Und der Oberalpha, der traut der ganzen Geschichte nicht. This way, descendant. Seems HQ is faltering. I understand. After all, HQ shoulders the burden of protecting humanity. It is difficult for the fate of humanity to be placed into the hands of something only a few can see. But descendant, my purpose is the same as yours. Trust me. Do this, and you will retrieve the Iron Heart. Ich
finde das mal in solchen Zwischensequenzen fällt mir immer mehr auf als sonst, dass alle in diesen asiatisch angehauchten Spielen, ich nenne es jetzt einfach mal so, mir fällt da kein besseres Wort für ein, immer alle jung und hübsch sind. Und selbst hier die alt sind, die graue Haare haben, sind trotzdem hübsch. Das sind alle immer super sexy, irgendwie schlank, gut gebaut. Ist irgendwie, weiß ich nicht, das erscheint mir in westlichen Spielen nicht ganz so extrem zu sein. Aber vielleicht ist es auch einfach nur mein subjektiver Blick auf das Ganze, das kann gut sein. So, also jetzt hat uns die Lotsin gerade gesagt, ja, sie kann schon verstehen, dass sie das Hauptquartier ihr misstraut der ganzen Geschichte, aber sie hätte doch eigentlich die gleichen Ziele wie wir, sie will auch die Menschheit beschützen. Ja, Punkt. Just get to the point. Descendant. I apologize for my temper. I should also apologize to you. It seems the divide between our opinions regarding this operation may be too great. I did not authorize the investigation of the Ancestors' facility because I trust the guide. My intention was to prevent the Vulgus from accessing the Ancestors' data. Which is why, regardless of whether I trust her or not, that data must be retrieved. Bunny has identified a number of Vulgus facilities located in the direction of the Grand Square. If we investigate them, we should be able to track down the location of the Vulgus command center where the data is being held. As for the guide, let's continue that discussion after this operation is concluded. Okay, also wir sollen jetzt irgendwie die Daten suchen, die da jetzt verloren gegangen sind in der ersten Mission, und ob wir dann der Lotsin vertrauen oder nicht, das sollen wir später nochmal drüber reden. Okidoki. Kann ich eigentlich diese, wenn ich jetzt J drücke, wie Journal zum Beispiel? Aha. Ich würde gerne nicht alles immer sehen. Hauptquests, ja, ist okay. Nebenquests informieren dich darüber, was getan werden muss, damit Nachfahren sich entwickeln. Wenn du unsicher bist, was du tun sollst, schau dir Nebenquests an. Sie zeigen Nachfahren, dein nächstes tun müssen, um zu wachsen. Okay. Wähle eine Quest aus und drücke X, um sie als dein Ziel festzulegen. Okay. Ja, genau, das möchte ich nämlich gar nicht. Aber hier steht genau, was man machen muss. Mir fehlt noch der Spiralkatalysator für Bunny. Hier ist das Spiel abgestürzt. Nee, es ruckt und zuckt, aber es geht wieder. Alles klar. Nach Abschluss der Mission auf dem großen Platz in Kingston erhältst du den Spiralkatalysator Bunny. Auf dem großen Platz in Kingston. So, und ich soll jetzt als Hauptquest die Daten aus einer gegnerischen Kommandozentrale holen. Ist das dann im großen Platz in Kingston? Der große Platz, ja, alles klar. Da muss ich jetzt hin, da werde ich den letzten Teil vom Bunny kriegen. Alles klar, alles paletti. So, diese grünen Punkte sind, glaube ich, die. Hier kann ich nicht reingehen, aber hier kann man immer reingehen. Das sind immer die Ladepunkte, wenn man so will. Also die Reisepunkte, so. Lehrenmission hat man noch nicht. Was ist das? Zonenaufklärungsmission. Okay. Naja, wir fangen mal einfach hier in der Mitte an und dann gehen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt dramatisch verbesserte Knarren, ne? Mal eben, also ich glaube DPS von meiner Hauptknarre, die nenne ich mal so, diese hier, hat sich da gerade mal irgendwie für 5 bis 10-facht, ne? Also von daher bin ich jetzt mal irgendwie gespannt. So, wir machen das hier. Vorräte aufstocken. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, der meint da nur die Standardmunition und die blaue Energie. Und dann fangen wir mal an. Was ist das nächste? Direkt vor uns rechts. Das da. Das könnte ruhig ein bisschen mehr Reichweite haben, dieser Reifhaken. Dann könnte man viel witziger damit durch die Gegend fliegen. So. 3 Minuten oder weniger. 4000 Gold, 1100 XP, 117 Rangerfahrungspunkte vermutlich, zwei neue Knarren und so weiter und so fort. Ach, und da ist auch das Bunny-Ding. We've detected the transmission of a huge number of data packets in this zone, requesting mission approval to intercept. So, wir sollen hacken hier. There should be a Vulgus data transmitter nearby. If you can get near to it, I can hack into it remotely and collect the data. Erledigt. Ah, nee, jetzt müssen wir das verteidigen hier wahrscheinlich. Da ist noch ein Typ. Okay, na dann.
So, jetzt machen wir mal so einen Sprung. Juhu! Oh, das war gut. Zack. Ja, fühlt sich relativ simpel an mit den neuen Waffen. Oder mit der neuen Waffe. Ich habe ja gar nichts benutzt. Wir benutzen jetzt mal die Pistole. Einfach weil wir es können. Irgendwas war da zu hören hier. Oh, oh. Haha, das war gut. Ja, die Pistole fühlt sich irgendwie nicht so super an. Sniper Rifle. Ja, okay, das ist eher für große Bosse, würde ich sagen, geeignet. Jawohl. Alles klar. Muss man ja alles mal ausprobiert haben, ne? So. Zack. Zack. Da kann man hier auf die Dinger schießen, aber es passiert gar nichts irgendwie, ne? Weil der hat hier diese Tanks auf dem Rücken, wo man sofort denkt, oh, das ist irgendwie so ein Schwachpunkt oder sowas, aber gar nichts. Ist einfach nur, ist auch nicht anders, als ihn anderswo zu treffen, so blöd gesagt. So. Müssen wir was machen hier? Achso, schon fertig. Dann nach B gehen, alles klar. Was ist das hier? Kann man das irgendwie einsammeln oder kaputt schießen? Nein. Ach, da kommen Gegner raus quasi. Das sind die Spawnpunkte der Gegner, wenn man so will. Ist das eine korrekte Annahme? Keine Ahnung. So, und tschüss. Hehe. Witzig. Oh. Falsch gedacht. Die Knarre ist krass. Fällt mir gut. So wenig Magazin könnte ein Ticken größer sein. Aber es hat schon ordentlich Bums. Aber es ist wirklich, also da ist gar nicht irgendwie Finesse bei, die kommen nur angerannt, die Gegner, und laufen stupide hinterher, die weichen nicht aus, nach rechts, links, oben, unten, irgendwo hin, also gar nichts. Einfach nur stumpfes drauf zurennen, wie vor, ich sag mal, 20 bis 30 Jahren in Videospielen, das auch schon üblich war. Die gehen nicht in die Deckung oder sowas, was ihr jetzt auch The Division kennt. Ne, gar nichts. Oh, das war blöd. Okay. Thankfully, since they damaged the network infrastructure, transmission speeds have been extremely slow. That came back to bite them. So, ich soll irgendwie Schlummertal abschließen, um irgendwas für Bunny zu kriegen. Also wir machen einfach hier diese Missionen, die hier noch offen sind in dieser Gegend hier. In der Annahme, dass das dann passiert. Hey, Descendant. So. Begib dich in die Einsatzzone. Was ist das hier? If we can get the specifications and output, I can figure out why they installed it. Connect your receive to the battery storage container. I'll disable the security remotely. Once the battery pack is exposed, put it in the supply box and send it over. So, ich soll die Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren. Bei A und bei B, offensichtlich. Machen wir das doch mal. So. Große Überraschung, da kommen Gegner. Na sowas. Ob der System wohl automatisch erkennt, dass hier mehrere, oder wenn hier mehrere Nachfahren sind, dass es dann schwerer wird, würde ich von einem modernen Spiel eigentlich schon erwarten, irgendwie. Dass da ein Zusammenhang besteht. Bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich so ist. Ich glaube schon, die haben gerade mehr ausgehalten, als sie zu zweit waren. Glaube ich schon irgendwie. Ist ja auch irgendwie, wenn das zu trivial wird, ist ja auch blöd. Oh, das war ein neuer Gegner. War nur so schnell tot, dass ich es nicht sehen konnte, so wirklich. Wie cool wäre das jetzt, wenn man daran arbeiten könnte, dieses Raumschiff auf den Himmel zu holen?
um die Gegnerwellen abzubrechen, zu verkürzen, sonst irgendwas. Wenn es dann auch ein Ticken schwerer wäre insgesamt. Oh, das war nicht so gelungen. Oh. Ich denke mal, wenn die blau ausgefüllt sind, die Icons da unten für meine Fähigkeiten, dann kann ich sie benutzen. Das ist aber nicht so, glaube ich. Obwohl, jetzt ist das letzte nicht blau ausgefüllt und die anderen schon. Ja, ich weiß auch nicht. So. Kann ich das kaputt schlagen? Ah ja. Schön. Achso, das muss ich einnehmen. Ich muss hier bleiben in dem Ring. Ah, okay. Naja. So, das Tondaumenschießen geht weiter hier. Jetzt wird er geschossen von da oben, von dem Raumschiff. Und ich kann trotzdem nichts dagegen machen. Bedauerlich. So. Ah, ist ja alles zu einfach irgendwie. Muss vielleicht dann doch nochmal drauf achten, ob man den Schwierigkeitsgrad nicht irgendwie erhöhen kann. Keine Ahnung. Oh. Und jetzt? Es sind keine verfolgten Gegenstände festgelegt. Habe ich es geschafft oder war das jetzt schlecht? A. B gibt es jetzt nicht mehr. Vorher gab es A und oder B, aber jetzt nicht mehr. Bin etwas überfragt jetzt gerade, was jetzt gerade passiert ist. Oder muss man es kaputt machen oben? Es ist was geschehen. Aufheben. Da blinkt was. Ich höre mir die ganze Zeit Stimmen hier, wie so von so Goblins oder sowas. Ich weiß gar nicht, sind das die Gegner? So. Zack. Ah ja, okay, na dann. Wird wohl richtig sein, ne? So. Jetzt muss es ja doppelt so schnell gehen. Beziehungsweise vielleicht halten die Gegner jetzt mehr aus, aber so. Oh. You're next. Zack. Ich hätte V drücken sollen, glaube ich. Oh, das sind neue Gegner gewesen, glaube ich. Ich merke auch gerade, was ich bei den Spielen, die ich sonst auf dem Kanal spiele, noch nie so gemerkt habe. Es gibt gar nicht viel zu erzählen. Ich schweige teilweise sehr, sehr lange, weil es halt einfach immer irgendwie das Gleiche ist. Ich baller halt Gegner weg. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es sonst in anderen Spielen, die ich so spiele, irgendwie anders. Bin mir aber nicht sicher. Oh, der ist einfach verschwunden? Nee. Ah, das war hier eher mit seiner Fähigkeit irgendwie. Aua. Irgendwas passiert. Schild ist down. Keine Ahnung. Uncool. So, kannst du in das Schild kommen hier, Kollege. Ich glaube, das hilft. Wobei die Gegner da durchlaufen können. Was ist das schon fast wieder ein bisschen sinnlos macht. Oh. So, haben wir hier was zum Aufsammeln? Ja, haben wir. Zack. Dup, 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 dup. Was immer es ist, wir bringen es zurück zum zu dem Gonk-Droiden hier. Sieht aus wie bei Star Wars. Ja. Mhm.
Volga's command center is underground. I'll let Bunny know. Ja, irgendwas ist unter der Erde. Das Vulgus, ich kann es mir nicht merken, Kommandozentrum. Und das machen wir jetzt. Irgendwie blinkt da links was. Okay, das Schlummertal in Kingston haben wir bis jetzt noch nicht. Also muss ich hier alle, Moment. Nach Abschluss von das Schlummertal in Kingston. Also Abschluss heißt, ich muss diese Gegend hier. Ne, der große Platz. Da steht auch nichts von Schlummertal. Naja, gut, das wird schon richtig sein. Lehren, Mission. Sollen wir das mal machen? Das kennen wir nämlich noch gar nicht. Ne, wir machen erstmal das hier. Oder wir gucken erstmal. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Nochmal ins Inventar, ne? Also wir gucken erstmal, was wir für Knarren haben. Jetzt haben wir nämlich plötzlich hier. Ach, das ist eine Schrotflinte, okay. Schrotflinte. Ein taktisches Gewehr mit 1300 DPS. Ist ja auch schon mal ein Wort, ne? Irgendwie. Und. Ja. Also die Pistole hat mir gar nicht gefallen. Die packen wir weg und nehmen stattdessen das Streben eines jungen Adligen. Als taktisches. Moment, das war falsch. Was hatte ich da vorher drin? Ein Scharfschützengewehr, ne? Scharfschützengewehr. Das hier, das soll auch drin bleiben. Ich wollte das raus haben. So, okay. Das funktioniert auch. Und auch da können wir jetzt doch sagen, mach da, hier ist auch irgendwie so ein rotes Ausrufezeichen, da kann man Sachen machen. Feuerrate steigern, ja sicher. Verstärkter Drall, ja sicher. Elektroverbesserung, ja sicher. Danke, speichern, tschüss. Hier kann man auch jetzt plötzlich wieder was machen. Schwachpunktvisier. Verstärkter Drall haben wir ja schon. Schwachpunktvisier. Speichern. Also empfohlenes Modul ausrüsten macht auch dann, glaube ich, irgendwie Sinn. Wenn wir das mal nutzen wollen irgendwann. So, wir gehen mal auf die zweite Waffe. Ja, ist wieder so ein Ding, ne? Ich glaube, das ist mir zu wenig schnelles Schießen so für meine Spielart. Aber wir können es mal ausprobieren. So, jetzt hier die vermeintlich letzte Mission. Gibt es Fallschaden? Haben wir uns schon mal gefragt in der ersten Folge? Nein, ist nicht so. Hallo. Hast du denn für einen krassen Rucksack auf? Ist das ein Raketenwerfer? Spielt von der Xbox aus, wenn ich das richtig interpretiert habe, sein Icon. Zack! Excellent timing! I just happen to be mid-battle. Help me by protecting the radar over there. Thanks to that, we can track down the enemy command center. So it better not break. So, das war doch schon mal was. Nee, ich glaube, ich brauche die andere Waffe. Die Möglichkeit, Dauerfeuer zu machen zumindest, finde ich irgendwie schöner, als das nicht machen zu können. Da kommt das Raumschiff schon wieder. Und da kommen die Gegner dazu. Zack. Ja, das ist cool. So, jetzt hole ich die da oben. Das machen wir so. Und die springen schön dran vorbei. Ich kann die Distanzen noch nicht so richtig abschätzen. Musst du oft nachladen. Das ist wiederum der Nachteil natürlich an der Maschinenpistole hier anscheinend. Dass man oft nachladen muss. So. Ist irgendwas zum Einsammeln, was Blaues? Lepton? Whatever. Also irgendwie mit dem Sprung, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, ich springe entweder zu kurz oder zu lang, aber nie genau so, wie ich es eigentlich mir so denke, bevor es passiert. So. Hinter uns, jawohl. Okay. Okay.
Das war jetzt aber irgendwie einfach. Lag das an meiner Fähigkeit? Nie im Leben. War das sonst nicht so gut. Ich meine, er hat auch irgendwas Besonderes gemacht. Mein Kollege hier. Great work, Bunny. You kept at it until it was done. Ja. Thank you. Ja. It's all thanks to everyone who worked hard to find the clues. Natürlich. So, are we planning to hit them right away? You've already been injured by Carell, so full-scale combat is out of the question for you. Kann man eigentlich hier ganz hochklettern? Und wenn ihr habt mal was davon? Will be tasked to strike on the Vulcus command center. I wanted to help. Descendant, get the coordinates of the command center from Bunny and prepare to attack. Over and out. Okidoki, das machen wir doch. Bunny. So, kann man hier hochklettern? Kann man immer so wieder ein bisschen zurück, wenn man zu nah ist? Ja, egal. Kann man irgendwie nicht so richtig. Wenn man zu nah ist, kann man den nicht auslösen. Das heißt, man müsste nach hinten springen können. Was man nicht kann anscheinend. Monadenscherbe. Aua. Lasst ihr mich in Ruhe. Hier, Randoms werden nicht gemacht. So, wir rennen mal. Ah, hier ist die das Anfangsgebiet. Ich hatte am Anfang nicht so gedacht, dass das in so einer teilweise normal anmutenden Gegend alles stattfindet. So, wir kommen jetzt hier gerade. Die Attribute von leeren Fragmenten finden sich in der Quick-Info-Welt, bla bla bla. Wir machen mal, was immer das hier ist. Damit kann man nicht interagieren, so wie es aussieht. Oder müsste drauf springen? Nein, auch nicht. Karte. Wegmarkte. Kann man nicht unbedingt machen. Wegen Carols Verwendung des Eisenherzens erscheinen überall in Ingris leeren Fragmente. Diese leeren Fragmente müssen zerstört werden, bevor die Vulgus sie einsammeln und ihre Erforschung abschließen können. Vielleicht zerstört werden heißt... Nope. Immunität. Draufhauen. Nope. Immunität. Na, das wird schon irgendwann erklärt werden. Wir gehen mal weiter und gucken, dass wir hier die neue Story-Mission machen. Irgendwo in diese Richtung. Das sieht doch gut aus hier. Jawollo. Ah, das Bunny. Die kann auch nicht stillhalten. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich der Einsatz hier. Also ich nehme an, dass man jede dieser Missionen jederzeit wiederholen kann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Das können wir gleich mal irgendwie austesten. Deswegen nehme ich an, man kann mit ihr reden, um die Story voranzubringen. Oder aber diese ohne Story dann hier diese Mission dann starten. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich vermute. So. Did you hear Alpha? Time to swap ships, partner. To be honest, I wanted to be the one to capture the Vulcus commander. How infuriating. So, wir sollen den Commander, Greg, den Commander killen. I got injured. That leaves a bad taste in my mouth. I should go swap out my weapons and upgrade my modules if I don't want to be defeated again. Ja. Yeah. I'll head back first. Good luck. See you in Albion. Boah, dieser überdrehte Charakter, ne? Das, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ne? So, aber gut, so ist es halt. So ist auch noch irgendwie so ein Ding. Naja. So, schauen wir mal. So, Monsterstufe 9, bis zu 20 Minuten Spielzeit. Das ist doch mal ein Wort. Okay, machen wir das doch mal. So, dann machen wir natürlich wieder öffentlichen Einsatz. Einfach, weil es irgendwie wenigstens ein bisschen mehr Abwechslung bringt, wenn andere Leute da rumspringen. Und vielleicht kann man sich ja gegenseitig auch ein bisschen ergänzen. Zum Beispiel, okay, dreimal irgendwie so ein Mädel dabei, was sehr offenherzig unterwegs ist. Naja, gut. Ja, Feinde hier. Ich sende mich. Ja. Okay. Zack. Ich glaube, man wohl die Möglichkeit hat, ob es also auch so einen, Typen gibt, der so im Nahkampf irgendwie, also ich kann den wieder nicht zuhören, ne, wenn ich nicht kämpfe, aber ob es wohl irgendwie auch einen Descendant gibt, der einen Nahkampf macht. Mehr so. So, es bringt gar nichts gegen Nahkämpfer hier, dieses Dingsda-Bumsda. Was ist das? Ach, das ist so ein Eis. Das ist die Eiskollegin. Okay, alles klar. Es sind drei Eiskolleginnen.
Mal sehen. Ah, im Flug. Wie geil ist das denn? Ancestors data packets detected. Transmission is taking place close by. Okay, ich sehe schon, es ist hier nichts, wo man irgendwie großartig verweilt, sondern die Leute rasen dadurch. Gut. Man muss natürlich auch. Oh, Gerät mit Vulgus-Technologie. Muss man wahrscheinlich beschützen irgendwie, oder? Ich habe jetzt wieder mal nicht zugehört, was sie erzählt haben. Weil ich mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren kann, offensichtlich. Eigentlich wäre ja dann der Sniper Rifle ein gutes Ding, wenn man hier das Ding macht und dann einfach anfängt, die so wegzusnipern, die Kollegen, ne? Irgendwie. So zum Beispiel. Rechts ist irgendwo was. Wo denn? Oder links? Ich höre was, ich sehe aber nichts. Da. Ach, das ist mir halt so blöd hier. Zack. Zack. So, so nämlich. Ach, Nachladen hat auch Ewigkeiten. Der ist weg. Der ist weg. Oh, Boss. Ich glaube, ich muss mal da hingehen und die so ein bisschen aus dem Tritt bringen hier. Indem ich so mache und so mache. Okay. Hier liegen tolle Sachen rum. Achso, wir sollten das zerstören. Wir sollten das nicht. Ja, wir müssen mehr aufpassen und mehr Questbeschreibungen lesen, glaube ich. Ja, okay. Mhm. Das ist die richtige Richtung, die ich hier versuche, mich zu schwingen. Achso. Ja, das habe ich vollkommen missverstanden. Ich dachte, das sollen wir beschützen, das Teil die ganze Zeit. Ja, aber noch so ein. Vielleicht war es auch eigentlich so. Also irgendwie war es jetzt gerade ein bisschen verwirrend. So, jetzt sollen wir einfach nur Gegner ausschalten. Das ist einfach genug, dass sogar ich es verstehe. Wieder der Mann fürs Grobe. So. Das ist schon witzig irgendwie, das Reinknallen im Nahkampf. Könnte noch einen Ticken mehr Bums haben vielleicht, aber ist okay. So, jetzt aber nochmal, guck links, wir sollen definitiv die Gegner hier ausschalten. Zack, so, jetzt begib dich in die Einsatzzone. Okay. Haben wir das also geschafft? Hier gibt es auch nichts mehr irgendwie einzusammeln. Wir rennen weiter. 20 Minuten. Mal gucken, wie schnell wir sind in Wirklichkeit. Ob man das am Ende sehen kann, ich weiß es gar nicht. Die zieht eine Eisspur hinter sich her. Leider kann man darauf nicht gleiten. Das wäre total cool gewesen. So, zerstöre das Vulgus-Technologie-Gerät. Okay. Jetzt, wo ich das weiß, machen wir das doch auch einfach. Das war wieder hervorragend. Alle schaffen das darüber, nur ich nicht. So, zerstören heißt Immunität. Alles klar. So, hier kann ich mein Schutzschild machen. Bitteschön. Ah, guck mal. Also, ich habe schon das Gefühl gehabt, jetzt, ich spiele einen Tank. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, ein bisschen getankt zu haben, tatsächlich. Wobei, die anderen Spieler jetzt
kein bisschen den Eindruck gemacht haben, dass sie das irgendwie bräuchten. Aber trotzdem, oh, das ist was Besonderes hier. Das ist ein besonderer Gegner, verstehe. Der tanzt so schön. Data packet collection 90% complete. Descendant. I'll look for the final data transmitter. Wait. The location is. Das dämliche, dieses wirklich dämliche Lachen. Muah. Oh. Wiederbelebung eingeschränkt, okay. Wartet, das ist bestimmt ein Bossfight. Wartet. Reise in 4 Sekunden, 3 Sekunden. Die Tür ist zu. Alle werden, glaube ich, dazu geholt einfach. Wer zu blöd ist, muss teleportiert werden. Sorry, Leute. Ihr müsst doch nicht da vorne reinlaufen. Ihr könnt doch bitte beim Schild bleiben. Na gut. Ich sehe es ja ein. Es macht tatsächlich mehr Spaß mit mehr Spielern, weil man irgendwie vielleicht auch noch mehr dazu kommt, seine Fähigkeiten irgendwie mehr oder weniger gewinnbringend oder vermeintlich gewinnbringend einzusetzen. Keine Ahnung. Kann nicht so genau sagen, woran es liegt. Nicht, dass die Gegner sich irgendwie intelligenter verhalten würden. Ich würde trotzdem sagen, dass Division 2 die interessanteren Kämpfe hatte. Bisher jedenfalls. Oh, jetzt kommt bestimmt Greg. Oh, irgendwas ist hier mit so einem... Aha. Oh je. Ist das Greg hier? Ja, Greg, der Unglückselige. Sollen wir Greg, den Unglückseligen, mal einen aufs Fressbrett geben? Komm hier. Zack. Aua, okay, das kann der auch. Kann man das irgendwie, wenn ich jetzt auf ihn zugehe, dass er sich selber damit irgendwie trifft oder so? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin so fast kaputt, ne? Wenn ich das richtig interpretiere. Ganz wenig Rotes. Kann ich hier was machen? Ein bisschen Schild kann ich bekommen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren? Gegen diese Geschichte da, die er da macht mit den roten Ringen da? Wenn man vielleicht außerhalb der Sichtweite bleibt oder so? Jetzt bin ich down. Die ganze Zeit gesagt, dass es viel zu leicht ist, aber... Oh, jetzt werde ich wieder geholt von einem Kollegen. Dankeschön. Und schon wieder kriege ich so ein Dings ab. So, machen wir die Ads mal ein bisschen weg. Der hat da irgendwas, was ihn heilt oder irgendwas mit ihm macht. Das machen wir mal weg. So. Was kann man dagegen machen? Gegen dieses... Achso, in dem richtigen Augenblick ausweichen wahrscheinlich einfach nur. Ja, haben wir da irgendeinen Effekt drauf, auf diese Dinger? So. Achso, das geht nach außen, der Ring. Wenn er jetzt außen ist, jetzt. Okay, das war ein bisschen zu spät, aber okay. So hätte man da was machen können. So, X drücken, um zu retten. Muss ich es gedrückt halten? Ja, ich muss es gedrückt halten. Scheiße. So. Jetzt konnte ich mich ja wenigstens mal revanchieren hier. So, jetzt muss ich früher drücken. Und zwar jetzt. Jawohl. Easy peasy. So, du bist weg. Kann man an diesen Dingern was machen hier? Okay, wenn man das weiß, dann ist es ja relativ simpel, ne? Ich habe jetzt nicht so wirklich den Eindruck, als würde da irgendwas geschehen. Ah, jetzt ist so ein Ding kaputt gegangen. Das war zu früh. Ich glaube, das geht viel schneller mit der Knarre hier. Kann man, wenn ich Tab drücke, irgendwas sehen, was man sonst nicht sehen würde? Nein. So,
geht's allen gut, ja, ne? Voll der Bullet Sponge. Aber gut, ist halt so. Ich keine Munition mehr, ich habe keine Munition mehr dafür. Übel. Vielleicht muss ich mehr Kram einsammeln. Moment, das machen wir mal eben. Um meine Munition wieder zusammenzukriegen. Tatsächlich wird sie aber nicht voller dadurch. Na gut. So. Ich habe auch jetzt nicht so das Gefühl, dass irgendeiner meiner Fähigkeiten jetzt großartig helfen würde. Ich frage mich auch gerade, was mache ich denn, wenn die Munition komplett alle ist? Oh, da fliegt aber einer schön durch die Gegend. Denn unendlich Munition hierfür habe ich ja auch nicht, ne? Naja. Aber den Sprung, vielleicht kann ich auch die Dinger in der Luft damit erwischen. Keine Ahnung. Ist das einfach nur ein Bullet-Sponginess oder gibt es da doch nochmal, auch bei den Kugeln, irgendwas, was man treffen muss, um es besser kaputt, danke, tschüss, besser kaputt zu bekommen? Aha. Aua. Pizza down, ja. Zack. So. Das war zu früh. Jetzt. Kann ich das vielleicht auch zu ihm hintragen? So. Und dann hier ausweichen? Und der trifft sich. Aber der ist sich jetzt selbst getroffen damit? Das wollen wir mal verfolgen, diese Gedanken. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Also ich habe wieder Munition für meine Hauptknarre. Wie genau ich die jetzt... Wo genau ich die jetzt hergeholt habe, weiß ich nicht. Ne, ich glaube, das hat nichts gebracht, ne? Der tanzt so schön. Ich glaube, das bringt gar nichts. So, meine Geschichte ist wieder fast leer. Vielleicht kann man einfach hier sich das neu holen. Ja, kann man. So, okay. Ja, gut. Sag mal so, der Boss hatte eine Mechanik, ne? Also, die man schon irgendwie schaffen musste. So, und diese Unterstützungsdruide, der hat einen Cooldown, sehe ich jetzt, von, ich schätze mal, 5 Minuten. Kann man nur alle 5 Minuten benutzen. Woher ich jetzt meine normale Munition bekomme und während des Kampfes bekomme, habe ich auch noch nicht so ganz gerafft. Naja, aber egal. Die Waffen sind hochgelevelt. Ich habe Waffen neue bekommen. Zieh mal die gleiche, ob man die wohl irgendwie kombinieren kann. Wissen wir noch nicht. Werferkanone. Hört sich ja gut an. Speergewehr. Na gut, okay. Schließen. Ne, Mission neu starten nicht. War okay.
War aber irgendwie auch schon wieder more of the same irgendwie. Also ich kann jetzt schon sagen, dieses Deckungsshooter-mäßige von Division liegt mir da mehr. Da habe ich irgendwie das Gefühl, man geht doch irgendwie taktischer vor als hier. So, wir sollen jetzt noch einen Grabläufer besiegen. Erhalte fortgeschrittene Materialien für den Bunny-Anzug 1. Besiege Grabläufer. Wir gucken mal eben genau da rein. Erforsche Nachfahrin Bunny. Bunny, die bei den früheren Einsatzverletzungen erlitten hat, benötigt eine solidere Nachfahrenerforschung. Sichere die fortschrittlichen Materialien, indem du den Grabläufer auf Normal im leeren Abfangeinsatz besiegst. Ja, wo finde ich den? Moment. Wir werden gleich hier rausgeschmissen aus diesem Dings in 6 Sekunden. Da kommen wir jetzt mal eben zuvor den ganzen. Und dann könnte ich mir vorstellen, nochmal zu gucken, wo wir diesen Grabläufer finden. To all descendants, I have obtained the ancestors' data. Okay. With this, I have been able to restore my system. If there are any descendants who can speak to me now, please connect. Okay, wir sollen mit der Lotsin sprechen, weil die jetzt diese Daten hat von den Vorfahren, um die es die ganze Zeit ging irgendwie. Standing by to upload records to the command console. Ja. If there are any descendants able to respond, please speak to the guide. Ja, hat ja, hast du gerade schon gesagt. Gibt ja jede Menge Descendants, muss ja nicht mal sagen. So, wir sollen immer den Grabläufer besiegen. Und das interessiert mich jetzt im Augenblick ein bisschen mehr. Aha, Moment. Leeren Abfangeinsatz. Schwer, normal. Weltschwierigkeit, normal. Kann ich das umschlagen? Ah ja. Ach so, man muss alle und die Hauptquests auf normal abschließen. Okay. Aber wir sollten doch... Moment, wir gucken nochmal hier in die Quests rein. Wir sollten... indem du den Grabläufer auf normal im leeren Abfangeinsatz besiegst. Das war falsch. Das ist der leeren Abfangeinsatz und auf... Ups. Ich habe drauf geklickt und auf normal sollen wir den kaputt machen. Betritt die Leere und fange die Kolosse ab, die Ingris bedrohen. Sind das so eine Art Daily? Weiter. Wähle den Koloss aus, den du abfangen möchtest. Wenn der Koloss nicht abgefangen werden kann, überprüfe die Voraussetzungen dafür. Den Grabläufer sollen wir machen. Voraussetzung ist, dass wir die Quest Geißel der Menschheit einmal abschließen sollen. Geißel der Menschheit. Die haben wir noch nicht. Informationen der Vorfahren. Ich nehme an, das muss man sich erstmal erspielen. Ne? Na gut. Na gut. Okay. Das war doch interessant eigentlich. So, mit Blick auf die Uhr. 1,5 Stunden sind voll. Ich glaube, da ist ein guter Zeitpunkt, jetzt einen Cut zu machen. Wir haben vermutlich, ich guck mal hier drauf, wir haben Kingston, nehme ich jetzt mal an, im Grunde genommen komplett abgeschlossen. Jetzt kann man hier noch Missionen wiederholen oder aber noch Missionen machen. Hier zum Beispiel sehe ich gerade einen Sondereinsatz, mindestens 30 Minuten, krass. Ja, da kann man noch so einiges wiederholen und Dailies machen und sowas. Was ist das hier? Strategischer, da muss man was aufklären. Okay, gut, aber wir haben für heute... genug gemacht, behaupte ich mal. Ich finde es immer noch interessant. Ich bin noch nicht 100%, ich bin jetzt nicht gehypt, würde ich sagen. Dass ich sage, boah, total cool. Aber ich finde es immer noch interessant genug, um es weiterzuspielen. So kann man es, glaube ich, sagen. Gut. Deswegen hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge, die es definitiv geben wird, wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt mir nur noch euch eine schöne Zeit zu wünschen, heute noch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß, euer 80.